Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Wir hatten ja neulich ein Video, wann rentiert sich der Meister? Wir haben jetzt Zuschriften bekommen, wie schaut es mit der GSS aus? Also wollen wir das Ganze natürlich auch gern mal für die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft durchrechnen. Auch hier wieder, wir nehmen Pi mal Daumenwerte, also bitte nicht jetzt wegen 10 Cent hin oder 20 Cent her hier das Diskutieren anfangen. Es geht um das System, das Konzept und das wollen wir uns jetzt hier anschauen. Wir nehmen wieder als grundlegende Basis den Tarifvertrag Nordrhein-Westfalen und ein Sicherheitsmitarbeiter verdient dort Pi mal Daumen 12 Euro die Stunde, macht bei 170 Stunden im Monat 2040 Euro. Wir haben wie gesagt auch hier wieder die Zuschläge nicht berücksichtigt, die kämen noch gegebenenfalls oben drauf. Ja, wie läuft es jetzt mit der GSS? Als GSS hat man einen Stunden von Pi mal Daumen 17 Euro pro Stunde. Und wenn wir das Ganze wieder mit 170 hochrechnen, kommen wir auf einen monatlichen Betrag von 2890 Euro. Heißt, die GSS verdient satte 850 Euro pro Monat mehr. 850 Euro pro Monat, das ist eine Hausnummer. Schauen wir uns dagegen an, was kostet denn so ein GSS-Lehrgang? Die Lehrgangsgebühren, zum Beispiel bei dem Lehrgang der Akademie für Sicherheit, sind 1599 Euro. Dazu kommen die Prüfungsgebühren, die je nach IHK ein bisschen unterschiedlich sind. Wir rechnen mal ein bisschen höher. Höher ist sicher 400 Euro. Wie gesagt, normalerweise ist es weniger, aber lieber ein bisschen zu hoch als zu wenig. Rechnen wir weiterhin. Du hast noch 500 Euro zusätzliche Kosten für Fahrten, für Lehrmaterial, für Übernachtung, was auch immer. Und dann kommen wir hier auf einen Gesamtbetrag von ca. 2500 Euro, die dich dieser Lehrgang kostet, inklusive allem drum und dran. Und jetzt ist die Frage, wann rentiert sich denn jetzt die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft? Das schaffen wir, zeigen wir dadurch, indem wir das Ganze miteinander dividieren. So, wenn wir das jetzt dividieren, kommen wir auf ungefähr 2,9 Monate, also Pi mal Daumen nach 3 Monaten, hat sich der Lehrgang geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft für dich rentiert. Ja, heißt also, nach 3 Monaten, ab dem 3. Monat, verdienst du jeden Monat, würdest du diese 850 Euro mehr verdienen. Und hier sind noch nicht berücksichtigt die Zuschläge, die ja noch dazu kämen. Und was auch noch nicht berücksichtigt ist, du könntest ja den kompletten Lehrgang auch noch von der Steuer absetzen. Das heißt, da würde dir der Staat nochmal einen Teil dazu bezahlen. Ist alles noch nicht berücksichtigt. Jetzt könnte aber trotzdem der eine oder andere sagen, ja, das ist ja immer noch alles viel zu hoch gerechnet. Ich verdiene noch nicht 850 Euro im Monat mehr. Das stimmt doch alles gar nicht. Rechnen wir hier mal mit schlechteren Zahlen. Gehen wir mal davon aus, du würdest hier anstatt 2500 Euro würde dich der Lehrgang 3000 kosten. Du hast höhere Kosten, du musst vielleicht mal einen Dienst absagen, weil du zum Unterricht musst. 3000 Euro sind die Kosten. Und gehen wir weiterhin davon aus, du würdest nicht 850 Euro im Monat mehr verdienen, sondern nur, in Anführungszeichen, 500 Euro. Und selbst wenn wir jetzt mit höheren Kosten rechnen und mit einem schlechteren Dienst verdienst, bist du trotzdem nach 6 Monaten im Plus. Das heißt, ab dem 7. Monat, solange bis du in Rente gehst, jeden Monat bekommst du diese 500 Euro zusätzlich. Ja, wenn das kein Anreiz ist, die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft zu machen, ganz wichtig, wenn du dich dafür interessierst, du hast hier die Kontaktdaten unter dem Video, melde dich bei uns unverbindlich, wir können dir gern was dazu erzählen, wie der Aufwand ist, wie man das Ganze machen kann. Wir haben hier sehr lange Erfahrungen in diesem Bereich und können dich da entsprechend unterstützen. Aber wichtig, es soll keiner sagen, ich mache es deswegen nicht, weil es so teuer ist, weil ich mir das nicht leisten kann. Ja, man kann so Lehrgangsgebühren auch in monatlichen Raten bezahlen, es ist alles völlig in Ordnung. Melde dich bei uns. Wir vermitteln dich gerne auch weiter und können dir hier entsprechende Jobs vermitteln. Also, alle Ausreden vorbei. Kontaktdaten hast du hier unten drunter. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Video.